In diesem Video zeige ich dir, wie man den XP342 aufschraubt. Zunächst einmal mache ich den Deckel hier oben ab und anschließend tausche ich die Platine, die da drin ist, aus. Hier oben ist eine Schraube, die erste Schraube. Hier unten ist eine weitere Schraube. Da unten. Die da. Auf der anderen Seite ist auch noch eine Schraube. Da unten ist noch eine Schraube drin. Wieder. So, und jetzt kann man den Deckel hier abnehmen, nach oben abnehmen. So, ich habe ihn in der Hand. So geht das übrigens bei allen Epson-Druckern. Die sind alle gleich aufschraubbar, genauso. Hier oben ist so ein Band, hier ist so ein Kabel, Flachbandkabel. Das kann man einfach abziehen, rausziehen. So, das war nur gesteckt, abgezogen. Jetzt habe ich den ganzen Deckel abgemacht. Hier ist der Scanner drin. So, das ist meine Spezialkonstruktion hier. Das ist normalerweise hier nicht dran. Jetzt gehe ich auf die linke Seite. Der linken Seite. Drücke ich hier oben rein. So. Jetzt löst sich das ein bisschen. Auf der Seite auch. Hier reindrücken. Löst sich auch. Jetzt hat sich die Seitenteile gelöst. Jetzt muss ich hier unten noch das vielleicht noch ein bisschen anheben. Und kann das Seitenteil hier einfach... So, ich sehe gerade, man muss vorher noch dieses Teil hier abmachen. Habe ich vergessen. So, das Teil wird abgemacht. Und jetzt kann man seitlich auch die Seitenteile hier einfach abziehen. Ja, da klemmt noch was. Ja. Jetzt. So. Also. Das linke Seitenteil hier habe ich abgemacht. Jetzt kommt man hier schon sehr gut an den Fahrwagen dran, wo die Patronen drin sind. Und könnte hier auch irgendwelche Kabel, die man rausgezogen hat, eventuell wieder reinstecken. Hier hinten mit der Pinzette. Der Druckkopf hier sieht man schon, ist schon ausgebaut von mir. Das habe ich vorher schon gemacht. Also ich habe das rechte Seitenteil gar nicht abgebaut. Das kann man genauso abbauen mit zwei Nasen. Von unten kann man es abziehen. Das brauche ich hier aber gar nicht. Mir geht es jetzt um die Platine. Hier ist die Platine drin. Die ich jetzt ausbaue. Es gibt es da mehrere Schrauben zu lösen. Einmal... gibt es hier eine Schraube, da muss man zwischen dieses Ding hier reingehen mit dem Schraubendreher, dann verbiegt sich das hier so ein bisschen, aber das macht nichts, das hält es locker aus. Schraube lösen, das ist eine Gewindeschraube. Dann gibt es da unten eine Schraube.
Ja, man könnte erstmal hier das, ja, da ist er schon rausgefallen, die Schraube. Ziehe ich von der Platine, die ich ausbauen möchte, schon mal hier unten dieses Kabel ab. Jetzt hier ist noch ein Kabel von der Platine, kann ich abziehen. Und den Rest kann ich dann, ja, da ist noch ein Kabel, das ich rausziehen muss. So, jetzt habe ich mehrere Kabel abgezogen von der Platine. Und jetzt könnte man hier sagen, hier klebt, damit das Ganze nicht auseinanderfällt und man später beim Zusammenbauen einfacher hat, macht man hier so ein bisschen Tesafilm drumherum. Das mache ich jetzt mal. So. Dann ist es jetzt ein bisschen fixiert hier. Jetzt gibt es dann noch eine weitere Schraube. Da unten. Auch eine gewinnende Schraube. Jetzt gibt es da unten noch Kabel. Vom Netzteil ist es, glaube ich. Das kann man zum Teil so abziehen. Ich habe hier so eine Zange. Das geht auch mit den Händen. Es ist recht stabiles Zeug. Ich mache es jetzt mit einer Zange hier. So. Das hier geht zum Netzteil, das ist der Stromanschluss. Und hier vorne ist auch noch so ein Stecker. Weiß nicht gerade, wofür der ist. Aber er muss raus. Einfach dran ziehen, mit der Hand, mit den Fingern am Kabel. Das hält, der Stecker aus. Jetzt ist die Platine hier noch nicht locker. Da drin ist noch eine Schraube. Da komme ich nicht ran, weil das Blech davor ist. Ich muss also das Blech abmachen. Habe ich so einen sehr feinen Vierkant. Ich meine Kreuzschlitzschraubenzieher. Ja, der ist schon zu fein. Der hier selbst so ein ganz grober. Ja, ich muss ein Mittelding finden. So, ich habe eine eher kleine Größe. Der wird passen. Ja, der passt. Das hier ist die einzige ganz kleine Schraube. Jetzt ist dieses Blech hier lose. Man bekommt es aber ganz schlecht nur runter, weil es da unten irgendwo reingebaut ist, reingehakt ist. Jetzt muss ich hier erstmal diese Kabel hier abziehen. Die will ich ja sowieso abziehen, weil ich die Platine ausbauen möchte. Das sind alle solche Flachstecker. So, jetzt muss ich gucken, dass ich das hier abkriegen. Irgendwie abzockeln, abruckeln. Ja, das habe ich es geschafft. Da unten ist ein bisschen verbogen. Ist aber normal. Da unten muss es nachher irgendwie wieder rein. Das Einbauen dauert hier etwas länger als das Rausnehmen. So, wir haben die Platine da. Jetzt ziehe ich noch ein Flachbandsteckerkabel ab. Das hier. Jetzt gibt es ja noch so ein weiteres Stromkabel vermutlich. Ist hier unten drauf. Ziehe ich auch ab.
mit den Fingern abgezogen. So, jetzt die Platine frei, aber es fehlt noch eine Schraube. Da ist noch eine Schraube. Diesen Schieber zur Seite, dann kann man auch hier, kommt man hier auch gut rein und kann die Schraube aufdrehen. So, aufgedreht. Wieder eine Gewindeschraube, die aber etwas länger ist. Da gibt es verschiedene. Aufpassen, die ist länger. Und es gibt auch kürzere, zwei kürzere und zwei längere. So, und jetzt ganz vorsichtig beim Rausnehmen der Platine. Hier unten ist eine Lichtschranke. Die ist eine Mechanikteil. Wer hier die unsachgemäß die Platine rausreißt, kann diese Lichtschranke hier unten abbrechen. Also die Platine rausnehmen. Ja, da sehe ich gerade, hier vorne ist auch noch ein Kabel. Das Kabel muss auch noch weg. Da. So. Na, fehlt da noch was? Nein. So, jetzt vorsichtig rausmachen. Das hier unten ist die Lichtschranke, die kann abbrechen. Und da unten ist dieses, der Hebel fürs Papier. Wenn Papier drin ist, dass die Platine weiß, dass Papier drin ist. Den nicht, da darf nicht abgebrochen werden. Alles andere ist sonst sehr robust. So, das war's. Viel Spaß beim Wiederzusammenbauen.